Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Belicia, ich grüße dich. Das ist dein Video, dein Jahreshoroskop. Auf diesem Bild erscheint dein Geburtshoroskop. Und dieser Geburtshoroskop bleibt immer so stehen, weil das zeigt, wie waren die Sterne über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist. Und das ist wie eine Momentaufnahme. Das gehört zu deiner Persönlichkeit, das beschreibt deinen Lebensweg. Und dieser Geburtshoroskop ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Aber das Leben bleibt nicht so stehen, sondern du machst Lebensschritte und das beginnt hier dein Aszendent, wo dein Skorpion ist, weil das ist dein Geburtsmoment. Und hier machst du deine Lebensschritte immer in einer 7-Jahren-Periode und jede Periode zeigt dir was anderes. Andere Lebensumstände, andere Einflüsse, Eindrücke. Du befindest dich jetzt noch in die Tierkreiszeichen Schütze-Periode, dann kommt Steinbock. Hier im Schütze-Periode lässt du noch von vielen Dingen begeistern, aber es fehlt noch so die richtige Orientierung. Kann auch bedeuten, dass du gerade beweglich bist oder machst Sport oder Tanz oder bist du gerne mal auf einer Reise. Bei Tierkreiszeichen Steinbock, was dann folgt, das wird ein bisschen schwieriger sein, weil dann musst du Ziele setzen. Und wenn du Ziele hast und Orientierung nach deinem Wunsch, nach deiner Vorstellung, dann kannst du das befestigen und dann kannst du das auch genießen, wie du deine Ziele erreichen kannst. Das ist dann wie eine Art Übung. Nicht nur dein Leben ändert sich, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich auch und lösen immer etwas aus im Horoskop. In unserem Sonnensystem befinden sich die Planeten nach Reihenfolge Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Und die Planeten, die weiter weg sind von der Sonne, wie zum Beispiel Uranus oder Neptun oder Pluto, die sind langsamer. Und die, wo ganz nah zu die Sonne sind, wie Merkur oder Venus, die bewegen sich schneller. Und das liegt daran, dass die Sonne, und das ist das Zentrum unserem Sonnensystem, hat Kraft. Wie, so könnte ich sagen, wie ein Magnet. Eine Anziehungskraft hält die Planeten in ihren Bahnen. Und diese Kraft heißt Gravitation und beeinflusst die Schnelligkeit der Planeten. Und ich starte jetzt mit dem letzten Planet unserem Sonnensystem und das ist der langsamste, Pluto. Und du hast hier schon einen Einfluss auf deine Persönlichkeit mit diesem wunderbaren Planet Pluto. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und Pluto bleibt ganzes Jahr hier im Schütze. Und Pluto zeigt, bis wie du das entwickelst, jetzt langsam an deinen inneren Kraft zu vertrauen. Und die Schütze wirkt auch auf den Werten, auf dein Selbstwertgefühl. Du bist immer dein Selbstbewusster. Und genau das möchte Pluto hier zeigen. Dann kommt Neptun
Und Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und Neptun zeigt deine Träume, deine Fantasie, deine künstlerische Begabung, und es kommt zu Hause durch, aber auch in die Schule. Uranus bringt immer Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist im Widder. Und es kann Veränderungen geben mit Kindern, die Verbindung zum anderen Kindern und deinem Alltag, wie du das so erlebst im Alltag. Uranus bleibt auch ganzes Jahr im Widder. Saturn belehrt uns. Er teilt immer irgendwelche Lektionen. Und Saturn befindet sich im Schütze und belehrt dich jetzt gerade. Und das bedeutet, stehe zu deinen Werten und bring deine Persönlichkeit im Ausdruck. Und es ist sehr wichtig, bei diesem Saturn-Einfluss ernst genommen zu werden. Jupiter bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten. Jupiter ist im Skorpion. Und das heißt, Jupiter hat einen Einfluss auf dein Auftreten, wie du jetzt gerade wahrgenommen bist. Und sei auch jetzt mit deinen Größen bewusst. Das ist dann auch deine Ausstrahlung. Mars zeigt Kraft. Natürlich kann auch Sport bedeuten. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fische. Und da zeigst du jetzt gerade Kraft. Das ist Januar, das ist noch die Energie Januar 2019. Hier zeigst du Kraft zu Hause, bei anderen Kindern. Kann auch bedeuten, dass du Sport machst. Mars hat schon eine Verbindung zum Sport. Astromedizinisch ist Mars zugeordnet zu unserem Muskulatur. Venus zeigt die Weiblichkeit und Schönheit. Etwas zu verschönern können wir bei Venus Einfluss und befindet sich hier im Waage. Venus bedeutet auch andere Mädchen. Die Verbindung hier mit Freundschaften, das zeigt sich hier. Mit Merkur kommunizieren wir und Merkur ist gerade in Tierkreiszeichen Schütze. Und das bedeutet, es gibt immer wieder Kontakte, wo du dich auch mit anderen kommunizierst. Hier im zweiten Lebensbereich hat auch mit deinen Werten auch was zu tun und das spricht dich jetzt an und das sagst du auch. Merkur bedeutet auch etwas lernen oder lesen, kann natürlich bedeuten, dass hier Geld ausgibst, weil du etwas kaufst, was du lesen kannst. Die Sonne zeigt die Lebenskraft, die Lebensenergie, die Licht, etwas klar und deutlich sehen, erkennen, ist auch im Schütze. Februar. Schauen wir das an. Merkur, Sonne und Venus ändert sich die Position. Das heißt, Sonne und Merkur ist im Steinbock. Natürlich kann das ein Einfluss sein jetzt auf die Schule und bei Merkur heißt es auch lernen. Und Venus befindet sich im Schütze. Und das bedeutet, du verschönerst etwas oder wirst etwas kaufen, was dir gefällt, etwas Schönes. Die anderen Planeten bleiben noch. Und immer die Lebensbereiche werden aktiviert, wo sich gerade die Planeten bewegen. März 2019, was ändert sich hier?
Merkur, Sonne auf jeden Fall, das ändert sich jeden Monat, Venus auch, wird aber Mars auch verändern. Mars befindet sich im Widder. Venus ist im Steinbock. Das kann bedeuten, dass du deine Kreativität hier zeigst oder hast du Verbindung in die Schule mit deiner Freundin. Dann schauen wir an, wo Merkur. Merkur ist in Fischen. Hier kommen die Gespräche zu Hause, auch mit anderen Kindern. Und Sonne zeigt natürlich die Lebensenergie, die Klarheit, die Wahrheit, befindet sich hier in Wassermann. Und das ist ein wichtiges Monatsthema auch, zu Hause, Schule, Geschwister, Verwandten. April, wie ändert sich das? Venus, Sonne, Merkur, die ändern sich jeden Monat. Jupiter übergeht im Tierkreiszeichen Schütze. Merkur, Venus ist im Wassermann. Hier kommen die Gespräche, die Verbindungen zum anderen Mädchen, kann aber bei Venus Energie bedeuten, dass du etwas verschönerst. Und Sonne gibt die Licht, die Lebensenergie, ist in Fischen. Und das bedeutet auch Glanz, wahrgenommen zu werden. Die Sonne kann man nicht übersehen. Und jetzt übergehen wir auf Mai. Was ändert sich? Die Planeten können auch mal rückläufig sein. Die ändern sich dann die Richtung. Und Jupiter wird rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion und hat einen Einfluss auf dein persönliches Auftreten, wie du wahrgenommen bist. Natürlich bringt dir jetzt Glück. Saturn ist auch rückläufig, Pluto ist auch rückläufig hier im Schütze. Und was ändert sich noch? Merkur, Venus, Sonne und Mars ändert sich. Das bedeutet, dass Mars übergeht in Stier. Stier ist angenehm. Manchmal vielleicht bequem. Und das brauchst du, weil dann hast du wieder Kraft. Und Venus, Merkur ist in Fischen. Hier hast du Gespräche oder verschönerst du etwas. Und es ist alles im häuslichen Bereich und mit anderen Kindern. Und Sonne bringt die Licht, die Klarheit, die Lebensenergie und das ist im Widder. Juni, schauen wir, was ändert sich im Juni. Mars übergeht in Zwillinge. Bei Zwillinge handelt es sich immer um Gespräche, Kontakte, Verbindungen. Aber die Zwillinge zeigt auch Leichtigkeit, etwas spielerisch und so ist dein Kraft. Mars ist die Energie und mit dieser Energie kannst du dich ganz gut behaupten. Dann ändert sich natürlich Venus und Merkur und die Sonne. Die sind immer schnell. Sonne und Merkur ist im Stier.
Bei Stier ist immer die Gemütlichkeit, aber auch Gastfreundschaft. Und das kann auch bedeuten, dass hier eine Einladung kommt. Entweder ihr bekommt Gäste oder ihr seid eingeladen. Dann schauen wir noch Venus. Venus ist im Widder. Bei Widderenergie kann das auch hier Neuanfang sein. Juli, schauen wir, was Juli ändert. Sonne und Venus ist in Zwillinge, Mars und Merkur ist im Krebs. Sonne, Venus ist in Zwillinge. Das bedeutet auch Gespräche mit anderen Mädchen, und mit dieser Sonnenenergie kommt die Licht, die Wahrheit, Klärung. Ihr klärt etwas, und Mars und Merkur ist im Krebs. Und die Krebs hat einen Einfluss hier auf dem 9. Lebensbereich, was auch mit Ausland was zu tun, das könnte eine Reise sein. Aber Merkur hat auch mit Sprache etwas zu tun, das könnte eine Fremdsprache natürlich auch bedeuten. August, Merkur ist in Zwillinge. Warum ist jetzt zurück? Weil Merkur ist rückläufig und kehrt wieder zurück. Also hier hast du noch mit jemand etwas zum Klären und führst du einen klärenden Gespräch. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Und das kann eine Reise sein. September. Alles ist im Löwe. Ich meine diese schnelle Planeten. Sonne, Merkur, Venus, Mars. Alles ist im Löwe. Und das ist für dich sehr, sehr wichtig, dass du hier wahrgenommen wirst. Weil in dein Geburtshoroskop ist auch hier eine geballte Energie. Und du zeigst es auch. Du stehst im Mittelpunkt und hast diese Öffentlichkeit, hast du die Publikum und die Bewunderung. Und das brauchst du auch. Oktober, was ändert sich am Oktober? Schauen wir das an. Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Und das sind die Freundschaften. Und das ist sehr wichtig, auch mit Jungs, auch mit Mädchen. Und Merkur ist im Waage. Wenn Merkur hier im 12. Lebensbereich ist, und bei Merkur handelt es sich um Gespräche, dann ist besser zum Schweigen. Weil hier im 12. Lebensbereich sind auch unsere Feinde. Und das kann bedeuten, dass andere reden dann etwas, was dir nicht gefällt. Oder es ist besser, dass du deine Geheimnisse bewahrst. Kann auch bedeuten, dass eine Freundin ihre Geheimnisse dann erzählt. Auf jeden Fall ist sehr geheimnisvoll. November, was ändert sich am November? Schauen wir das an. Mars ist im Jungfrau.
Also die Freundschaften bleiben, aber das sind die Jungs. Kann aber auch bedeuten, dass dieser Mars deine Kraft bedeutet, dass du Sport machst. Kann auch bedeuten, dass du dich durchsetzt bei Freundschaften. Und du kannst dich dann ganz gut behaupten. Sonne ist im Waage, das heißt, ein Geheimnis kommt ins Licht. Wenn du deine Geheimnisse hast, dann ist auch besser nichts weiter erzählen, weil diese Sonne zeigt die Klarheit, die Licht, das wird dann weiter erzählt. Also lieber schweigen. Merkur und Venus befinden sich in Skorpion. Und du hast viele Gespräche mit Mädchen, kann aber auch bedeuten, dass du wahrgenommen bist als ein hübsches Mädchen. Und das wird auch angesprochen. Dezember, schauen wir, was ändert sich am Dezember. Sonne ist im Skorpion. Das zeigt dein Licht, dein Glanz. Und das zeigst du auch, weil du hast hier die Bedürfnis, im Mittelpunkt zu sein. Mars und Merkur ist im Waage. Wieder Geheimnisse und Gespräche. Und natürlich kann das bedeuten, dass jemand spricht über dir und du behauptest dich, weil du setzt dich durch mit dieser Mars-Energie. Und da hast du auch die Glanz, bekommst du auch Respekt. Und Venus befindet sich im Schütze. Also du verschönerst auch oder bekommst du ein neues Kleid und das ist schon dein Glanz. Und hier kann bedeuten, dass du auch den Zeitpunkt auch mal Neider hast. Liebe Belicia, das war diese Jahreslegung. Ich bedanke mich dein Anvertrauen auch von deiner Mama. Alles Liebe für dich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.